Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute bei Let's Play Overwatch dabei seid und eigentlich schon wie immer alle Folgen mit mir und Rio. Hi Rio. Hi. Howdy. Ja, ich bin McCree und da ist der Lucio. Wir haben quasi einen kleinen Rollentausch. Letzte Folge, zumindest bei meiner letzten Folge, habe ich ja Lucio gespielt. Jetzt spielt der Andi eine Runde Lucio. Lucio. Ja, natürlich steht der da oben bei uns drin. Das ist ja albern. Und auf wen trifft er? Mich. Das ist mir egal. Hängen wir jetzt an die Fracht. Na toll, ey. Yay, yeah, ich hab noch... Nice! Okay. Ich wollte die Skat ein bisschen pushen, aber einmal Bastion... das Ding... Doch, Bastion steht da oben und Torpedo. Da oben ist ein Bastion, ja. Ja. I see. Brauchen wir irgendwas gegen Bastion? Ich habe jetzt zumindest Tracer und den anderen rausnehmen können. Ich verstehe nicht, dass noch jemand im Verteidigungsmodus diese beiden Champions spielt. Vor allem mit dem Level. Also ich finde die ich so... Ich verstehe auch nicht, warum wir zweimal Niva brauchen. Ich hoffe... Oh ja, das weiß auch keiner. Gut, der Turm ist schon mal weg. Bastion scheint auch weg zu sein. Ja. Ich pushe jetzt mal das Kart hier weiter. Oh, wo kommt denn S oder das? Kommt unten dann. Why? Ist das unser ja. Drache gewesen oder? Okay. Die ist tot. Nice. Ja, scheiß Deck. Ich hab ihn zwei, dreimal getroffen, aber. Ja, hinter mir war auf einmal Tracer. Ich musste jetzt so ein bisschen rum hier. Aber alles gut. Bastion. Push ich halt trotzdem das Card. Ach man, jetzt kommt ein Tracer von hinten. Die haben zwei Tracer? Ja, tatsächlich. Hab ich gerade gar nicht gesehen. Die haben zweimal Diva, die haben zweimal Tracer. Verrückt. Gutes Card wird trotzdem weiter gepusht. Ja, ich war jetzt recht fleißig, muss ich sagen. Alter. Yes. Ja, scheiß Trick. Ich dachte, ich könnte ihn treffen, aber der stand hinter der Mauer. So was Blödes. Deswegen habe ich abgebrochen, habe ich immer noch 50% Ulti. Ja, ja. Geht bei McCree mittlerweile auch relativ fix, dass man die dann wieder auflädt. Ach. Und hier, Wallride. Könnte mir nicht hinterher rennen zu wollen. Okay, Bastion immer noch hinten, by the way. Boah, komm, mit einem Schuss dieser Bastion. Der Pan, der ist noch so unfassbar imbalanced, ey. Ich meine, seine Ulti alleine schon. Der kann Champions One-Hit mit seiner Ulti. Der hat einfach viel zu viel Schaden, was er austeilen kann. Bastion ist mittlerweile einfach... ich mag den nicht. Nee, oh, da ist ja noch einer. So, aber den habe ich diesmal da weggenutzt, weggenudelt. Boah, der Typ da oben nervt aber auch so. Guck mal, ob ich an den oben rankomme. Anstrengend. Ja, die haben einfach
Alle Assi Abfuck Champions. Das ist sehr anstrengend. Och, jetzt hab ich. Jetzt haut mir die noch. Ah, Tracer. Ich hasse Tracer. Ich hab sie dafür weggenommen. Ich hab sie mit der. Es war nur ein Kill mit der Ulti, aber das war's mir wert für die Tracer. Ja, zwei Tracer nerven. Mich nervt der eigentlich schon so zum Treffen, aber zwei ist echt anstrengend. Aber gut, dafür konzentrieren sie sich halt irgendwie gefühlt nicht aufs Verteidigen, sondern nur auf irgendwelche Kills holen. Also, Teamleistung ist bei denen echt null. Jupp. Dummerweise halt auch einen schlechten Champion für das Matchup, aber. Junge, ich bin gerade zu blöd, den Dicken zu treffen. Alter. Och man, schon wieder eine doofe Ulti. Aber gut, so wenig wieder noch fehlt. Ach, warum denn hier oben hin? Warum schießt er den zu mir? Ich glaube, ich muss mal wechseln. Kriegt mit dem hier gerade keinen Blumentopf. Mal eben mit Soldier rein. Ich glaube, der Soldier ist jetzt gerade besser. Oh Mann, Tracer, ey! Oh, Tracer. Anstrengendster Gegner-Champion, wenn man irgendwie nichts hat, was so einen schönen kleinen AOE-Schaden im Boden macht. Aber wir pushen gerade ja schon wieder. Oh, schade. Ich check es nicht. Wie kann der mich denn ständig so treffen, der Typ? Geht dem ja auf den Sack. Tracer ist echt gut, muss man gerade sagen. Mit seiner scheiß Shift. Ja, die eine Tracer ist gut, die andere nicht. Wobei, ja, es gibt nur noch eine Tracer, ne? Dann werde ich von der guten in dem Fall. Ja, gibt nur noch den einen, der ist ganz gut. Die andere Tracer hat mittlerweile gewechselt. Endlich. Alter, schöner Push jetzt nochmal mit der Ulti. Nice! Ah, ich hab auch nochmal die Ulti angezündet. Nice! Da haben sie es nicht verteidigt, die Lutscher. Ach, das war gut. Ja, ich hab grad nochmal drei Leute weggezogen. Sehr schön. Ich, zwei oder drei? Ich weiß es nicht, mit der Ulti. Ach. Guter Skin. Aber ja, das Skin ist geil. Langweiliges Play of the Game wahrscheinlich. Wird schon. Nee, kann nicht. Oder? Nee, doch nicht. Aber guck mal, jetzt mache ich da gleich meine Ulti an. Nee, der war fleißig. Pam, pam, pam. Der war fleißig. Muss man ihm lassen. Der war okay. Der war gut, ja. Dafür kriegt er von mir auch ein Däumige. Oder gebe ich es dir? Ich gebe es dir. Du hast so viel Zeit für die Ziel. Alter, ich hab's. Wenn ich was gepusht habe, dann das, oder? Ja, ja, episch. Weil wie sie jetzt alle abhauen. Scheinbar wollen die nur verteidigen. Ah, lol. Ja. Dass ich erster in Zeit für Zielfortschritt bin, ist eher zu erwarten gewesen. Na, schöne Runde, schöner Sieg, intensiv zwischenzeitlich, würde ich sagen, war alles drin, oder? Mhm. Ja, also, bei mir war es jetzt nicht so das skillvollste Spiel überhaupt, aber McCree war eine schlechte Wahl zum Anfang. Ja. Ist mal auch gezeigt, wie das, dass es nicht immer ganz
dass die Wahl auch eine entscheidende Rolle spielt. Ja, trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut's rein!